Herzlich willkommen zu einem weiteren kurzen Erklärvideo rund um das Thema Wissensmanagement. Dieses Video ist Folge 1 einer kleinen Serie zu einem brandaktuellen Thema, der neuen internationalen Norm ISO 3040-1 Knowledge Management Systems Requirements. Beginnen wir mit ein paar Fakten. Die Diskussionen zur ISO 3040-1 begannen in 2015, also in dem Jahr, in dem die neue ISO 9001 in Kraft getreten ist, mit ihren Anforderungen an den Umgang mit Wissen. Die ISO Knowledge Management Systems ist in Kraft seit November 2018. Ihr Gegenstand: Anforderungen an ein Wissensmanagementsystem. Aber Achtung, System meint hier nicht IT-System, sondern wird verstanden als soziotechnisches System, also als eine organisierte Gruppe von Menschen und mit diesen verknüpften Technologien, welche in einer bestimmten Weise strukturiert sind, um ein spezifisches Ergebnis zu produzieren. Die Norm ist eine Norm Typ A, also der höchsten Klasse der ISO-Normen. Sie folgt damit der sogenannten High-Level Structure, das heißt, die Kapitelstruktur ist identisch mit der ISO 9001 und vielen anderen Normen des Typ A's und sie ist als Norm des Typ A's zertifizierbar. Momentan liegt sie nur in englischer Sprache vor. Was war nun die Motivation für eine solche internationale Norm zu Wissensmanagementsystemen? Nun, es ist die Anerkennung der Bedeutung von Wissen und Wissensarbeit in einer Wissensökonomie und einer Wissensgesellschaft, so wie das schon bei der ISO 9001 der Fall war, als dort die Anforderungen an den Umgang mit Wissen aufgenommen wurden. Das bedeutet, angewandtes Wissen wird als Grundlage der Wertschöpfung von Organisationen erkannt und anerkannt und nicht nur das, sondern als Grundlage und Quelle unseres Wohlstands. Es wird erkannt, dass Organisationen sich in der heutigen Zeit nicht mehr darauf verlassen können, dass Wissen sich quasi automatisch verteilt. Das heißt, dass ein bewusster Umgang mit Wissen, ein bewusstes Wissensmanagement notwendig sind, um Synergieeffekte zu erzielen, vor allem in dezentralen, lokal verteilten Organisationen und um dem Risiko des Wissensverlustes durch Fluktuation vorzubeugen. Kurz, Knowledge is an intangible organizational asset that needs to be managed like any other asset. So ein Fazit in der Norm, das heißt, Wissen ist ein immaterieller Vermögensgegenstand einer Organisation, der genauso gemanagt werden muss wie andere Assets auch. Ja, der Zweck dieser Norm, nochmal im Originalzitat: Support organizations to develop a management system that effectively promotes and enables value creation through knowledge. Das heißt, Organisationen sollen dabei unterstützt werden, ein Wissensmanagementsystem zu entwickeln, das wissensbasierte Wertschöpfung fördert und ermöglicht. Der Stand heute, auch das in der Präambel der Norm, ist eher ein Zustand der Verwirrung hinsichtlich einer einheitlichen Definition von Wissensmanagement, vielen Fehlinterpretationen in der Umsetzung, unklaren Abgrenzungen zu anderen Themen, zum Beispiel zum Daten- und Informationsmanagement. Ziel der Norm ist es deshalb, über klare Prinzipien, klare Anforderungen, eine Orientierung für Organisationen zu bieten, aber auch für Auditoren. Sie erinnern sich, wir sprechen über eine Norm Typ A, das heißt eine zertifizierbare Norm. Was sind nun wesentliche Elemente der Norm? Nun, wenn schon von der Verwirrung die Rede ist, sind natürlich Definitionen ganz grundlegend, aber auch Leitprinzipien, letztendlich natürlich die tatsächlichen Anforderungen. In Folge 2 dieser kleinen Serie werde ich mich mit den Definitionen in der Norm beschäftigen, in Folge 3 dann mit den wesentlichen Leitprinzipien und schließlich in Folge 4 mit den Anforderungen. Ich hoffe, Sie sind also auch bei den nächsten Folgen dabei. Bis bald.